Moin moin Leute, was geht? Ja, heute dreht sich alles um den Film Dr. Sleep oder Dr. Sleeps Erwachen, wie er im deutschen Kino ja heißt. Kann man nicht verstehen, aber ist so, der nur seit ein paar Wochen im Kino läuft. Natürlich wird es hier wieder neue Spoiler geben. Ich werde hier nämlich das Ende aufschlüsseln und euch erklären, was uns Dr. Sleep erzählen möchte. Und darum viel Spaß in der Nerdschule. Ja, Dr. Sleep spielt kurz nach den Ereignissen von The Shining. Danny wird immer noch von den Geistern des Overlook Hotels heimgesucht, die versuchen, sich an ihm zu ernähren. Mit dem Geist aber von Dick Halloran kann er mentale Kisten erschaffen, die die Geister vergraben können. Und so ist er einfach in der Lage, die Geister einzeln zu fangen. Nach den ganzen Ereignissen, muss man aber sagen, ist Danny traumatisiert und führt kein glückliches Leben. Er wird zum Alkoholiker. Durch einen Lebenswandel trifft er Jahre später auf eine Artgenossin, die noch ein stärkeres Shining besitzt. Dadurch werden aber andere nichtmenschliche Wesen aufmerksam, die sich vom Steam ernähren. Die Lage spitzt sich zu. Um einfach das ganze Ende zu erklären, muss ich das irgendwie jetzt hier gerade in drei Kapitel unterteilen, weil es einfach wichtig ist, um dieses zu erklären. Wenn wir so ein bisschen in die Mitte des Films gehen, dann wird ja ganz kurz dieser wahre Knoten oder, ja, wie der hieß, das ist dieser Knoten. Es geht natürlich, dreht sich alles um Rose the Head, ein neuer Charakter in diesem Film, natürlich in der in den Büchern auch vorkommt. Und sie hat natürlich ihre ganzen Gefolgschaft dabei, das ist der wahre Knoten und das ist einfach so, dass diese suchen sich Leute, wie natürlich Danny oder Abra, die natürlich ja später im Film vorkommt, dieses kleine Mädchen, was natürlich sehr viel, sagen wir mal, Steam in sich trägt. Das Shining, was Danny eigentlich ja behauptet oder sagt die ganze Zeit. Und es ist irgendwann so, die suchen halt sich die Kinder aus oder ja, generell klar die Kinder, die ein wirklich kräftiges Steam haben. Sie sagt immer auch im Film, sagt Rose the Head, lebe lang, ernähre dich aber gut. Und das machen sie eigentlich. Sie sind keine Menschen mehr, sie sind eher so wie Vampire, die sich halt von dieser Seele oder wie man das sagen kann, von diesem Shining ernähren. Im weiteren Verlauf des Films ist es ja so, dass sie natürlich ein Kind umbringen und Abra wird darauf aufmerksam, kann da nicht mit leben und wird sich natürlich an Danny anschließen und die beiden begeben sich dann halt auf die Suche nach diesem wahren Knoten, um diesen zu ja, besiegen oder zu bekämpfen. Und natürlich kommt es natürlich dann irgendwann aber auch zum Übergang, weil sie es ja geschafft haben, dass sie Rose the Head in eine Falle locken wollen und dann geht es natürlich in das Overlook Hotel. Wer natürlich den alten Shining-Film kennt, der weiß, das war eine totaler Fanservice. Es war nicht nur eine Reise in die Vergangenheit für die Charaktere, sondern auch für die Zuschauer. Wenn Danny mit Abra diese lange Fahrt zum abgelegenen Ort antritt. Das ist die Vorbereitung des letzten Akts für das Finale. Untermalt mit einem dröhnenden Orchester-Score. Es fühlte sich aber so für die Zuschauer an, man sei in Shining 2 angekommen. Hier fordert Danny Abra auf, zu warten. Während er das Hotel wiedererweckt, mit all dem Bösen, was sich darin befindet. Diese Szene, wo Danny durch die alten und verkommenen Flure des Hotels geht, ist für mich einfach Fanservice und man bekommt echt Gänsehaut. Nachdem er die ganze Hauptstromanlage eingeschaltet hat, begibt er sich in das Badezimmer, in dem sich der berüchtigte Hier ist Johnny-Szene ereignet hat und geht dann zur Gold Room Bar, wo er seinem Vater gegenübersteht, der jetzt aber Lloyd der Barmann ist. Es gibt nun seit Jahren Theorien, dass Jack aufgrund des Endes von The Shining in das Hotel aufgenommen wurde oder halt nicht. Und diese Szene bestätigt tatsächlich, dass er ein Sklave des Ortes geworden ist. Wie auch die vielen anderen Geister des Hotels. Jack bietet Danny ein Getränk an. Das zeigt einfach diese eine Szene, dass Jack Danny ein Getränk anbietet und erklärt, dass es Medizin ist, dass die Krankheit des Lebens heilen kann. Aber Danny lehnt es ab und versetzt Jack in einen wütenden Zorn, der ihn dazu bringt, den Alkohol zu trinken, den er für den Charakter eingegossen hat. Diese Szene, muss ich sagen, war einfach total genial und einfach eine Nachbildung der Originalszene von The Shining. Obwohl der Schauspieler Jack Nicholson ein wenig ähnelt,
trägt er einen würdig einen Unterton des Charakters mit sich, der die genaue Art von Person verkörpert, die er ist, was in der Reflexion genau festlegt, was für eine Art von Person Danny ist. Dazu muss man auch einfach sagen, dass es ein echter Abschluss des Filmes über ihre Beziehung und es bestätigt, dass Danny, obwohl er die vielen Merkmale seines Vaters aufweist, nicht er ist und daher die Bar verlässt. Mit der Hilfe von April versuchen sie, Rose zu bekämpfen und bringen sie geistig in das Heckenlabyrinth, was wir natürlich aus The Shining kennen. Obwohl sie entkommen kann und es zum Kampf auf der Treppe kommt, setzt Danny die Geister auf Rose frei, die er in seinen mentalen Kisten ja bereitgehalten hatte. Diese Geister können sich halt an ihr ernähren oder sie auffressen oder keine Ahnung was und sie ist dann puff, weg. Aber leider ist es so, dass sie sich halt natürlich auch gegen Danny wenden und das Overlook Hotel nimmt Besitz von ihm. Verwandelt ihn in einen Wahnsinnigen, der ähnlich wie sein Vater Abra im ganzen Hotel jagt und schließlich in das Zimmer 237 gegen sie stellt, wo sie es aber schafft, den Overlook zu überwältigen und erinnert ihn daran, wer er ist. Sie kann nach draußen flüchten und Danny zerstört den Kessel, dass somit das Overlook Hotel vernichtet wird. So, jetzt habe ich ja ein bisschen so das Ende natürlich erzählt, was da passiert. Und jetzt erkläre ich euch aber überhaupt mal, warum es überhaupt Sinn macht, dieses Ende zu erklären. Für diejenigen, die nicht wissen, dass im Roman The Shining von Stephen King das Overlook am Ende zerstört wurde, weil der Kessel explodierte, und obwohl dies nicht auf den Film übertragen wurde, schließt sich halt ja somit der Kreis in Dr. Sleeps Erwachen. Wie wir ja wissen, ist das Overlook Hotel natürlich Danny ja zerstört worden und es gibt ja einen kleinen Sprung. Wie wir sehen, wie Abra mit Danny spricht. Da habe ich nur gedacht, wie kann das denn sein? Der ist doch da verbrannt, seine Seele, er war doch unten in diesem Kesselraum gewesen. Und es ist einfach so, dass dieses Mal aber halt Danny das doch nicht überlebt hatte und als Mentor jetzt nun wie ehemals sein anderer Geist, Dick, halt für dieses Mädchen, für Abra fungiert. So ist es einfach und man muss einfach sagen, das fand ich einen ganz guten Abschluss, warum das einfach so ist. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, hätte man jetzt wirklich diesen Charakter am Leben gelassen. Danny musste jetzt einfach sterben, um einfach seine Weisheit oder seine Sache jetzt an Abra weiterzugeben, weil sie ja natürlich Angst hat, dass es sich wieder wiederholt, dass so Leute natürlich wie Rose the Head auf sie losgehen, um sie dann, sag mal, sich an ihr zu ernähren, an ihren Steam. Wobei aber dann natürlich auch Danny gesagt hat zu ihr, dass es natürlich auch andere Menschen oder ja andere Leute gibt, die das Shining in sich tragen, dass sie so gesehen nicht auch alleine ist. Das ist natürlich auch, wenn man das alles so betrachtet, ist natürlich Dr. Sleep einfach ein Film, der das so ein bisschen zeigt, es ist einfach wieder mal eine totale Metapher aus dem Hause, sag mal, Stephen King. Dass man natürlich sagen kann, sowohl als Shining als auch Dr. Sleep untersuchen einfach, wie zyklisch Gewalt ist. Zum Beispiel, dass diejenigen, die als Kinder Gewalt erleiden, muss man einfach sagen, häufig aggressive Erwachsene sind. Und Danny wollte zum Beispiel mit seinem Opfer versucht, diesen Kreislauf zu durchbrechen, damit er einfach nicht wie sein Vater wird. Ja, und wenn man so noch ein bisschen weiter das andere auch betrachtet, Abra bringt ja so wieder ein bisschen Licht in sein Leben. Und dies könnte so nicht halt die ganze Welt von allem, was böse ist, halt nicht vollständig entfernen, aber es könnte natürlich auch einen Ort schaffen, der etwas heller leuchtet. Die Welt wird ja auch im gesamten Film oft als dunkler Ort bezeichnet, aber dieser Ort lässt sich ausnahmsweise nicht ein wenig halt erleuchten durch diese Person und diesen Ganzen halt, sag ich ja, eine Art, ne? Das ist ja einfach so. Man sieht ja auch, dass sie halt daraus gelernt hat und sie hat einfach aus diesen ganzen Filmen hat sie von Danny gelernt. Wir sehen ja am Schluss, wie sie die Treppe hinuntergeht, dass sie ins Badezimmer und dann halt diese alte Dame, die ja immer diesen Vorhang vor sich hat in der Badewanne, sie einfach begrüßt, zweifellos einfach in diesen Raum reingeht, in diese mentale Kiste wahrscheinlich schließt und man sieht das Ende. Somit ist es einfach so, dass sie einfach nicht die Probleme hat wie Danny und sie wahrscheinlich klarkommt, ne, in diesem Leben dann als mit ihr Shining. Und ein gutes Leben führen könnte. Das ist ja einfach so ein bisschen diese Weitergabe. Und man sagen kann, es ist ein guter Abschluss für diese Shining-Saga. Wobei man aber auch sagen könnte, man könnte auf einen dritten Teil aufbauen, weil natürlich, Danny ja noch weiterlebt als Geist, als Mentor für Abra. Und sie natürlich auf andere Leute nochmal wie Rose jetzt stoßen könnte, auf vielleicht stärkere. Die Frage ist, macht das Sinn? Es kann natürlich auch andere Sachen irgendwie passieren, natürlich sie vielleicht auf die Suche geht nach diese Kinder, die dann halt verloren gegangen sind.
dass man weiß ja, das Stephen King-Universum ist ja groß, dass es natürlich auch einen Zusammenschluss aus anderen Filmen geben könnte. Ich denke wahrscheinlich vielleicht zu weit, aber man weiß es ja nicht. Aber so kann man das Ende so grob erklären, sage ich mal, dass es weitergehen könnte. Und natürlich, wie ich das erst gesagt hatte, dass natürlich auch die Gewalt halt hier sehr dargestellt wird von dem Autor, der halt diese Buchadaption gemacht hatte. Und das fand ich sehr gut, dass man das so darüber auf, sag mal, projiziert hatte. Ja, das war so ein bisschen das Video halt über das Ende von Dr. Sleeps Erwachen und was uns halt dieser Film vermitteln möchte. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht gewesen von Dr. Sleeps Erwachen und hat mir sehr gut gefallen, weil ich natürlich auch einer bin, der The Shining mochte. Und natürlich auch halt, ja, das war totaler Fanservice teilweise und man hatte wirklich teilweise auch wirklich Gänsehaut. Darum würde ich auch diesem Film eine 8,5 von 10 geben. Was meint ihr denn? Hat euch das Video gefallen? Konnte ich das gar nicht ganz gut erklären? Welchen Film möchtet ihr denn gerne demnächst von mir erklärt haben? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und vergesst natürlich nicht, das Like hier in diesem Video einfach einen Daumen hoch zu drücken und natürlich ein Abo hier zu lassen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.